man muss sagen, Reichenbach hat am Ende, muss man halt offensiver wechseln. Dann haben sie es klar gut ausgezockt, haben sie es gut rausgespielt. Bei uns hat vielleicht auch am Anfang schon der Drang nach vorne ein bisschen gefehlt. Und in der zweiten Halbzeit müssen wir auch unsere ein, zwei Tore müssen wir dann halt auch machen. Wo siehst du den Unterschied letztes Jahr zu den U19-Spielen? Also man merkt auf jeden Fall, dass es körperlicher ist, viel schneller und vom Denken her, man muss erstmal komplett umdenken wie in der Jugend, weil jeder einfach einen komplett anderen Spielstil hat und jeder individueller ist als in der Jugend. Nick, danke dir. Nächste Woche geht's weiter. Kopf hoch. Danke. Ja, Alex, 0-3 verloren. Lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe. Wie hast du die Partie gesehen? Im Endeffekt muss man sagen, dass wir verdient verloren haben. Wir haben es einfach nicht geschafft, über 90 Minuten gallig zu sein, über 90 Minuten zu arbeiten, so wie wir uns das vorstellen. Irgendwann war dann unser Laufaufwand zu hoch, wir sind nicht mehr hinterhergekommen und Reichenbach hat es dann einfach gut gemacht. Die haben Qualität im Kader, die lassen den Ball laufen und vor allem immer wieder mit ihren tiefen Läufen war es dann für uns extrem schwer, da hinterherzukommen. Und irgendwann hat es sich dann leider angedeutet und war dann eine Frage der Zeit. Lukas, kurz vor der Führung der Gäste hatten wir durch Sebastian eine Riesenchance, aber trotzdem hat es nicht gereicht. Ja, Chance hin oder her. Ich glaube, wir haben verdient verloren. Sind 60 Minuten nicht giftig gewesen, nicht gallig genug, nicht geil auf den Zweikampf, auf die Bälle vorne. Und irgendwann, ich glaube, in der ersten Halbzeit hatten wir zwar Chancen zugelassen, aber jetzt nicht die zwingenden, aber in der zweiten Halbzeit war es irgendwann folgerichtig. Und wenn wir eben erst aufwachen, wenn es 0-2 steht, dann ist vor allem gegen so eine Mannschaft einfach zu spät. Reichenbach ist natürlich aber nicht, gehört mit zu den Meisterschaftsfavoriten. Ja, ist der dritte Spieltag, keine Ahnung. Ist eigentlich auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir unsere Leistung bringen, dann kann es gegen jeden reichen. Wenn wir einfach so polemisch oder Polemik irgendwie da nicht in die Zweikämpfe kommen, die ersten 70 Minuten, dann reicht es einfach gegen niemanden in der Klasse. Das muss uns bewusst sein und das müssen wir verbessern und dann geht es nächste Woche weiter. Danke.